Einem richtigen Lüdenscheider und Sauerländer macht das nichts, wenn es regnet. So fanden sich gestern Abend wieder viele Repräsentanten von Firmen aus der Region zum 10. AOK-Firmenlauf auf dem Lüdenscheider Rathausplatz ein. Ja, wenn wir rausgucken, sehen wir, es regnet. Wir hätten uns anlässlich des 10. AOK-Firmenlaufs natürlich besseres Wetter gewünscht. Auf der anderen Seite sind wir froh, dass wir heute laufen können. Die Unwetterwarnung am 29.06. hat ja dazu geführt, dass wir den Firmenlauf absagen mussten. Trotzdem glaube ich, dass wir heute mit etwa 7.000 Leuten hier auf die Strecke gehen werden. Ich glaube auch, dass das Wetter noch ein bisschen besser wird und anschließend trotz allem Lüdenscheider Wetter eine tolle Party erleben. Ja, ein bisschen Warm-up. Wir machen jetzt ein kleines Aufwärmtraining mit Mobilisationsübungen und ein bisschen Herz-Kreislauf-Training und dann geht's los. At the night, and it don't seem so lonely. Wir sind die Mitarbeiter von der Firma MK Technology. Hallöchen. Und meint ihr, das Outfit hier passt zum Wetter bei euch? Auf jeden Fall, wir können uns vor dem Regen schützen. Oder nicht? Das kannst du nicht. Oder doch, ja. Was macht ihr denn hier? Apfelschorle für die Läufer, damit die auch versorgt sind. So viel in so großen Mengen? Ja. Denk mal, wegen dem Wetter wird es nicht allzu viel werden, aber wir brauchen schon einiges. So ganz die von Ralf Jocker prognostizierte Läuferzahl war dann doch nicht am Start. Aber immerhin wurde es zu Beginn des Firmenlaufs an der Friedrichstraße teilweise ganz schön eng. Ob Läufer oder Walker, für das Gros der Teilnehmer war dabei sein alles. Und immerhin ging es schließlich darum, auch das Unternehmen zu repräsentieren. Wir halten durch! Beim Zieleinlauf schließlich gab es dann ein ähnliches Ergebnis wie im vergangenen Jahr. Abdullah El-Jubani gewann den Firmenlauf mit großem Vorsprung. Aber auch Patricia Sinderhoff war zufrieden, denn sie lief als zweite Frau auf dem Rathausplatz ein. Wunderbar, es hat sehr viel Freude gemacht. Ich war total begeistert, trotz des schlechten Wetters, aber es war wirklich total klasse. Die Atmosphäre, die Stimmung, das war einfach gigantisch. Und wir sind so ein kleines Team, Sisley und Benetton, und das war total klasse, auch endlich mal dieses Jahr mit da mitzumachen. Also wirklich toll. Ich kenne die Zeit noch gar nicht. Ach so, alles klar. Aber war schon nah dran, glaube ich, habe mich bemüht. Und der Regen war ein Hindernis oder war es noch? Nein, ist erfrischend. Ist okay, wenn man läuft, merkt man das nicht. Und da seid ihr.